Servus Leute, heute mal eine bisschen andere Perspektive mit meinen Terrassen im Hintergrund. Was ich euch heute zeigen möchte in diesem Video ist der Unterschied zwischen einem normalen Glasterrarium und einem Exoterra-Terrarium. Und zwar, was da die Vor- und Nachteile sind und was ich bei welchem Tier am besten empfehlen würde. So, genau, also auf jeden Fall habe ich hier einmal ein normales, konventionelles Glasterrarium, was man eigentlich von überall her kennt. Und einmal die Exoterra. Dann jetzt auf jeden Fall mal zu den Vor- und Nachteilen. So, genau, also hier hätten wir jetzt einmal ein konventionelles Glasterrarium und einmal das Exoterra. Ich gehe jetzt am besten erstmal auf den Aufbau ein, wie die Terrarien aufgebaut sind, was so die speziellen Vor- und Nachteile sind des jeweiligen Terrariums. Und danach gibt es dann meine eigene Meinung und für welche Tiere die Terrarien am besten geeignet sind. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar und ein Abo dalassen. Und jetzt geht es dann weiter zum Aufbau von den Terras. Ihr habt jetzt mal einen kleinen Einblick zwischen diesen beiden Terrarien bekommen. Es tut mir leid, dass ich das gerade nicht besser zeigen kann, weil sich meine Chromatopelma da drin gerade häutet und ich da nicht wirklich dazwischen funken möchte. Genau, also ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zu den Vorteilen vom Glasterrarium so im Großen und Ganzen. Genau, also kommen wir jetzt zu den Vorteilen von dem Glasterrarium. Was ich vorteilhaft finde, ist, dass man einfach von überall sehr gut reingucken kann. Klar, wenn man es jetzt so wie ich in dem Kallax-Regal hat, ist es ein bisschen schwierig. Aber ich meine, so vom Putzen her, vom Reinschauen her, ist es einfach am besten, meiner Meinung nach. Was auch sehr gut ist, wenn man mit Spinnen hantiert, dass man hier so eine Falltür hat, die in der Regel, wenn man die loslässt, dann nach unten schnallt. Dementsprechend hat man eigentlich nie das Problem, dass dann ein Tier abhaut, wenn man dann vom Terrarium weggeht, außer man nimmt die Scheibe raus. Was auch noch so ein Vorteil ist, wenn einem diese Falltürscheibe kaputt geht, kann man die direkt bei einem Glaser um die Ecke oder bei jemandem, wo man kennt, wo einem die Glasscheibe zuschneidet, relativ kostengünstig nachmachen lassen. Der nächste Vorteil ist, dass man vorne eine Durchlüftung hat, je nachdem, was man für ein Terrarium kauft natürlich. Also es gibt welche, die haben hier gar keine Durchlüftung, die haben dann nur oben zwei Stück. Aber ich finde dieses Prinzip hier am besten, weil man hat eine gewisse Luftzirkulation von unten nach hinten oben und da geht einem dann im Endeffekt auch nicht zu viel Luftfeuchtigkeit verloren, wenn man dann Spinnen drin hat, die dann relativ feuchtes Klima gewohnt sind, ist es auf jeden Fall vorteilhaft. So, genau, kommen wir zu den Vorteilen von einem Exoterra-Terrarium. Und zwar, ich finde den Vorteil sehr gut, man kann es hier sozusagen locken, wenn man es dann aufmacht und wieder dann dementsprechend zumacht, dass es abgeschlossen ist. Nächster Vorteil finde ich, da ist oben so ein Gitter drin und das kann man dann dementsprechend auch rausnehmen, dass man dann auch von oben sein Terrarium sozusagen bestücken kann bzw. dekorieren kann. Das ist auf jeden Fall sehr gut, wenn man dann schwierigere Sachen hinten im Eck zu machen hat und das ist auf jeden Fall top. Der nächste Punkt steht bei mir so ein bisschen auf Vorteil und Nachteil, weil es gibt sehr viel Zubehör für die Exoterras, aber das Ding ist, dass das Zubehör von denen direkt relativ teuer ist und
Für mich persönlich lohnt sich das meistens auch gar nicht, weil die Sachen einfach viel zu groß sind. Es gibt für oben eine Lampe, die man draufsetzen kann, die das dann komplett abschließt. Aber da hat man leider einfach gar keinen Platz in dem Regal, wie man sieht. So, ich würde sagen, wir kommen erstmal zu den Nachteilen von einem normalen Glasterrarium. Und zwar, was ich als Nachteil empfinde im Gegensatz zum Exoterra, ist, dass man da oben nicht von oben arbeiten kann, im Gegensatz zum Exoterra, wo man dann sozusagen den Deckel rausnehmen kann. Was noch ein Nachteil ist, ist zum Beispiel, wie ihr seht, ich habe unten so Filzgleiter ran gemacht, weil im Normalfall ist da unten einfach nur Glas und wenn du es aus dem Regal ziehen möchtest, zum Beispiel wie da oder da, dann kratzt das Glas leider am Regal und dann können Ziehspuren entstehen. Was noch ein Nachteil sein kann, aber nicht muss, ist, dass es nicht wie beim Exoterra passendes Zubehör direkt für jedes Glasterrarium gibt. So, kommen wir zu den Nachteilen von dem Exoterra-Terrarium. Also bei mir bezieht sich der Nachteil eigentlich so großartig auf die Spinnenhaltung. Also was ich direkt sehe als Nachteil, wenn ich jetzt direkt von vorne drauf gucke, man sieht halt einfach wirklich nicht so gut rein, wie wenn ich jetzt zum Beispiel hier von meinem Skorpion ins Terrarium reingucke. Weil hier ist ein dezenter Balken und ich meine, hier ist wirklich eine Kunststofffront, wo man halt einfach nicht so gut vorbeischauen kann, sage ich jetzt mal. Also der nächste Nachteil in dem Exoterra ist, was man hier unten sieht, zum Beispiel diese Kunststofffüße und diese Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weil das sind zwar 30-30 von den Grundmaßen von dem Glas her, aber dadurch, dass man seitlich nochmal so einen Abstand hat, kann man die nie direkt aneinander stellen. Was halt wirklich dazu führen kann, dass man zwischen den Exoterras dann dementsprechend 1 bis 2 Zentimeter Platz hat und sich darin dann auch Spinnenweben, Staub und alles Mögliche ansammeln kann. Und es sieht einfach nicht so geordnet aus, meiner Meinung nach. Der nächste Nachteil für mich ist zum Beispiel jetzt oben dieses Stahlgitter, was da drin ist, sozusagen dieses Netz, weil dadurch leider die Luftfeuchtigkeit relativ schnell aus dem Terrarium draußen ist und für Spinnen, bei denen man es meistens etwas feuchter hält, ist die Luftfeuchtigkeit dann auf jeden Fall direkt draußen nach 1, 2 Tagen und wie man hier sieht, ist dann der Bodengrund dementsprechend relativ schnell ausgetrocknet. Dadurch, dass halt dieses Gitter oben drin ist, sieht man im Vergleich zu einem normalen konventionellen Glasterrarium mit Falltür einfach an der Menge, was an Licht reinkommt. Und das ist so echt mein Nachteil bei dem Exoterra, weil einfach nicht so viel Licht reinkommt im Verhältnis zu jetzt hier in einem anderen Terrarium, was kein Netz oben hat. Und was zum Nachteil der Spinne werden kann, ist, dass die sich mit ihren Haken an den Füßen in dem Netz festhängen können. Und was dann sein kann, dass die entweder ihr Bein verliert oder dementsprechend nicht mehr runterkommt und dann euch da oben verstirbt. Darum setze ich auch eher weniger auf die Exoterras. Ja, man kann jetzt so einem Exoterra auch entgegenwirken, oben Plexiglas einsetzen oder eine Glasscheibe statt dem Stahlnetz oder Gitter. Aber ich finde halt den Aufwand, wo man dann damit hat, ist dann halt nicht gerechtfertigt mit dem Preis, meiner Meinung nach. Darum würde ich euch eher ein Exoterra empfehlen, wenn ihr Richtung Geckos geht, Richtung Mantiden und ein konventionelles Terrarium würde ich dann eigentlich allen empfehlen, die wo dann eher auf die Spinnen oder Skorpione zum Beispiel gehen, weil ich das einfach die sinnvollste Lösung finde. So Leute, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt und auch mehr über meine Spinnen wissen wollt und sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal.
dass ihr den Content dann nicht verpasst. Ciao und bis zum nächsten Mal.